Genau, wir machen. Ja, wir machen es echt wie bei Top Gear Grand Tour. Ich komme. Parke jetzt hier mitten auf dem Rollfeld. Steigst aus und hältst vor der Kamera erstmal. Das ist mein 1950er Dodge Station Wagon. Ich weiß gar nicht, wie der hieß, wie der Original heißt, aber es ist ein Dodge, das weiß ich. Kann ich dazukommen? Ja. Nein, Stefan muss noch fertig machen. Ja. Ich habe das falsche Nummernschild drauf. Leere Nein! Bretsche. Ich habe extra damals, weil es ja mein erstes GDA-Auto ist, habe ich den ohne Müll gesucht, damit ich eine leere Bretsche habe, weil das ja irgendwie gescheiter aussieht. Ja. Nachlackiert, aber die Rostflecken gelassen, wegen Authentigkeit. Und sonst habe ich nichts verändert, außer die Leistung. Ja. Serienfelgen sogar. Weil alle anderen Felgen, die man so drauf passt, passen einfach nicht auf so eine uralte Karre. Deswegen die Ach, die Standardfelgen. Karre hast du. Hey, ja, was hast du denn, na? Das ist doch, Das ist der einzige Sportwagen, der relativ modern aussieht, den du dir frei klauen kannst. Ach so, okay, ja, weil klar. Tatsächlich, den kannst du dir gerade noch frei klauen. Glaube Ja, also der macht doch schon echt einiges her ich. Gar für. nicht, den kannst du dir nicht klauen mehr. Das war mein erstes Auto, was ich gekauft habe. Krass, das ist Und definitiv sonst, immer wenn ich die Karre Korvettverschnitt, gesehen ja. habe, habe ich die geklaut. Immer. Und immer probiert ihn Aber wieder. hast du den jetzt auch geklaut und versichert? Nein. So wie ich meinen hier. Ich habe nur diese Art von Auto geklaut. Ich habe mehr nicht gemacht. Also. Den Ja, kannst du nicht das verklauen. wusste ich. Das kannte ich schon mal, diesen Wagen. Also ich muss sagen, mit hier Style Points hast du auf jeden Fall hier das Rennen gemacht, Jens. Ja, leider in totaler Rostoptik, Ja, der Weltklasse Tornado. aber auch Serienfelgen, alles. Ja, wie Serienfelgen, Serienhupe. Tatsächlich mal ein bisschen Serienhupe. nachlackiert, aber ansonsten. Ja, aber die Rostflecken halt gelassen. Das ist aber auch echt Die kriegt man auch irgendwie. nicht weg. Die sind Teil vom Fahrzeug. Ich weiß Die nicht, sind ja, tatsächlich Teil okay. vom Modell, ja. Du Kriegst du kannst den aus dem neu Modell kaufen. nicht weg. Und dieses Du Chrom, kannst das den. hättest du, das Chrom hättest du ja wenigstens mal Nee, bürsten kannst du auch nicht können, junger ausprobieren. Mann. Und er hat Ich muss auch keinen. sagen, Ja, es ist kein Cabrio, es ist tatsächlich die. an Coolness-Faktor habe ich, glaube ich, das angenehmste Auto hier. Klar, an Nee, Classical also, Style habt ja, ihr die also, Karren. klar gewinnt hier der Straßenkreuzer, bin ich ehrlich. Aber trotzdem ist mein Pickup ja einfach Guck das mal, sogar die Geilste, E-Cola-Dose im Getränkehalter. ja. Die steht da schon deine ganzen 600 GDA-Spielstunden, Ein ja. Die ist doch vom Vorbesitzer. Sechsgang-Schaltgetriebe. Ja. Und Moment, Holzlenkrad, es ist. Warte mal, kann ich das? Aha. Stefan? Ey, das ist ja eine Automatik. Ah, ne, ist ein. Okay, ich nehme alles zurück. Ist ein Handschalter. Ja. Fahrzeuge verwalten. Ferngestellte Fahrzeuge? Nein. Nee, Fahrzeugeinstellungen. Fahrzeugeinstellungen. Ja, aber. Fahrzeug führen. Alle. Hä, lol! Oh, jetzt habe ich es aus Versehen kaputt gemacht. Warte mal. Nochmal wo? Fahrzeugeinstellungen. Du gehst auf dein Ja, Quick-Menü. und dann? Gehst du Fahrzeuge verwalten, Fahrzeugeinstellungen, dann Alle. kannst du Fahrzeugtüren alle. Geil! Warum Motorhaube wusste ich von das links noch vor rechts. nicht? Vor allen Dingen, dass er eine Fernbedienung hat, ist ja unrealistisch. Der Wagen ist Baujahr 60, 1960 oder so. Aber guck dir dieses Aggregat hier an. Was für eine Stefan, Maschine. guck dir Ein das mal fetter an. Ich stehe Diesel. hinter dem Auto. Ja. Bumm. Aber er öffnet nicht den Kofferraum. Das geht ja schon. Das Auto hat keinen Kofferraum. Aber ich höre das Piepsen, dass die Türen offen sind. Ding, ding, Ja. ding. Ich glaube, das ist bei mir. Kann ich hier auch den Motor starten? Kann ich das auch? Ja, kannst du auch. Und Fahrzeugeinstellungen, da gehst du unten persönliches Fahrzeug fernsteuern. Motor aus. Ja, dann auch Scheinwerfer an, Leute. Zeigt mal was. Hä? Geiler Scheiß, ha? Ah, okay. Neonlicht. Ja, ich glaube Aus. sogar. Guck mal, hey. Okay. Ich habe sogar einen Automatiker. Das ist natürlich ärgerlich. Das will ich ja eigentlich nicht. Aber es ist halt so. Und guck mal hier. Diese zerrissenen Sitze. Ja, es ist alles so authentisch, ja? Ich weiß gar Die nicht, habe ich einen Türpappen im Schalter oder Arsch. habe ich eine Automatik?
Da kannst du dich erkennen. Sieht für mich wie ein Schalter aus. Habe ich, glaube ich, den einzigen Schalter. Nee, er sieht tatsächlich stark nach einem Schalter aus. Ja, es sieht echt stark nach einem Schalter aus. Aber Jens hat auch einen Schalter. Und stark nach einem Europäer. Ja. So, Jens, du hast deinen Motor noch nicht an. Die... Boah, aber das ist auch der schönste Motor hier in der Karre. Ich weiß gar nicht, warum das so ein Verruf ist. Hier so ein klassischer alter Luftfilter oben drauf. Ja? So ein Trommelluftfilter. Da habe ich auch noch ein Auto. Da muss ich aber das Auto wechseln. Hey. Moment, kann man den eigentlich rufen lassen? Das ist aber 246. Das ist auf jeden Fall ein 8-Zylinder, was du hier hast, ja. Das muss man einfach mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zylinder habe ich, das kann man gar nicht erkennen. Ich habe auch einen 8-Zylinder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Ich kann es wirklich hier nicht erkennen, das ist ja ein komischer Block. Der kann doch nicht so verbaut sein für das Alter. Aber ich denke mal, das werden keine 8 Zylinder sein. Und Stefan? Hm? Guck mal vorne unter das Auto drunter. Bei mir. Ja. Ja, ach so. Ja, die Unterbodenbeleuchtung. Ja, wie gesagt, dafür ist meiner zu Serie, ja? Persönliches Fahrzeug fernsteuern. Ich kann aber nicht, Meine Motorhaube backt rum mal wieder. Ich kann aber nicht hupen. Wie hast du gehupt? Ferngesteuert. Gar nicht. Einsteigen. Also, einsteigen. Aber es sind schöne Serienhupen. Als wäre da Wasser drin. Ah ne, das ist... Das ist Markus Hupe. Ja. Jens, ich dachte, das ist deine Hupe. Deine Hupe klingt aber auch geil. Darf ich euch noch was zeigen? Guck mal, wie hoch mein Wagen einfach im Vergleich ist. Kommt ihr mal mit? Oder steigt mal kurz bei mir ein, ihr kriegt jetzt mal einen Waypoint, dann gehen wir nämlich mal in die Garage. Warte, ich muss erstmal. Wo willst du denn hin? Los Santos? Ganz runter an den Flughafen, da habe ich noch eine Garage mit komplett Stockcar, ja, die ich einfach geklaut habe. Sehe ich nicht. Auf geht's! Grand Tour Style! Ja, wir müssen jetzt irgendwelche Challenges machen. Welches Auto ist denn das beste jetzt von unseren ersten GTA? Da unten, du. Wie viele Hubschrauber stehen hier eigentlich? Für jeden einen. Wer als erstes unten ist, oder was? Nein, wir können nicht direkt mit dem Rennen starten, Leute. Ist doch logisch, dass ich das verkacke. Ja, aber ich mach den zweiten Platz. Solide. Dein Wagen ist wahrscheinlich so der dann immer im Mittelfeld steht, ja? Der am wenigsten Schaden unten ankommt, wäre dann lustiger. Ja, aber das Ahnung, ist ja... Ich hatte ja gerade jemanden Scheinwerfer kaputt gehauen. Da bist du wohl gegen meine Gusseisenstoßstange geraten. Nee, ich meine, das ist ja einfach, das hat ja was mit fahrischem Können dann zu tun, das darf es ja nicht sein. Das muss dass ja wirklich... du mich gerammt hast, nee. Das hat mit fahrischem Können zu tun. Ich meine jetzt die Challenges, die uns bevorstehen könnten, ja. Die müssen ja wirklich Fahrzeug. Also so ist man, hey, wirklich auf dem Highway nicht das stärkste Glied, ist man gar nicht gewohnt. Super! Sogar der Sattelschlepper, der hier auf der linken Spur fährt, ist hält mit mir die Geschwindigkeit. Ah ne, okay. Du drückst voll durch? Ja klar drück ich voll durch. Wenn ich voll durchdrücke, bin ich zu schnell. Tja, so bin ich anfangs in GTA Online unterwegs gewesen. Nur. Hör mir auf. Und ich war so stolz auf dieses erste Auto. Wenn man am Anfang noch noch gar nichts hat und man irgendwo in der Pampas. Ja, das ist dieses Auto dann über einem steht. Mit diesem Auto hatte ich tatsächlich mal eine sehr, sehr interessante Random-Begegnung. Und zwar war einfach an der
da an der Straße so eine riesen Party auf einmal, so, keine Ahnung, 15 NPCs standen da mit Bierkästen irgendwo in der Gegend rum. Das sind so Geschichten, die uns mit diesen Fahrzeugen vereinen. Ach übrigens, Stefan, muss ich dir noch erzählen. Ja. Weißt du, wo ich letzt war? Wo warst du? In einem Gefängnis. In einem Gefängnis? Hm. In GTA? Da reingekommen. Nein. Ja. In echt? Nein. Wo könnte man denn noch in ein Gefängnis gehen, was dich interessieren könnte? Ein Gefängnis, also generell habe ich eigentlich eher... Also halte ich Abstand zu Gefängnissen, ne? Es gibt aber einen Ort, da fliehst du in ein Gefängnis. Da nennst du es sogar deine Heimat. Die Kolonie von Gothic? Oh mein Gott, da kannst du jetzt nicht so hart auf dem Schlauch stehen. Hä, was? Nee, gut, du fliehst nicht ins Gefängnis. Ah, okay, das war falsch. Also, da fliehst du ja auch nicht ins Gefängnis. Du fliehst in ein Gefängnis? Warte mal, ja, es liegt mir auf der Zunge. Du nennst es deine Heimat. Du nennst es deine Heimat? Boah, was ist das für ein Rätsel, ey? Ich glaube, ich weiß es. Du hast es aufgebaut. Ich habe es aufgebaut. Freundschaft, Schweiß und Blut. Ich habe ein Gefängnis gebaut. In das ich fliehe und das ich... Oh mein Gott. Gott, das kann doch wohl nicht sein. Was? Jo. Ich hab letztens noch mal DayZ gestartet, du Vollpfosten. Ach so. Ach so. Ach so. Ja, okay. Ja, also das, wie soll ich darauf kommen sollen? Ja, genau, das Gefängnis, ja, was ich tatsächlich meine Heimat nenne, ist das Gefängnis in DayZ. Und wie sieht's da aus? Noch genauso, wie wir es zurückgelassen haben. Ist alles noch da. Wie geil. Und der Kai zahlt fleißig weiter für den Server. Also, das ist ja schon mal beruhigend. So. Was ist hier für eine Challenge? Keine Ahnung, aber ich glaube, Marco ist falsch. Oder machst du das Event? Ich habe hier irgendeine gelbe Kiste. Ja, das ist das Event. Mach das Event. Oh ne, kein Bock auf das Event. Na klasse. Ja, dann komm jetzt hier hin, wo wir sind, ha? Wem gehört denn jetzt der Laden? Bei deiner Garage. Ach, bei deiner Garage. Ich soll zu meiner Garage fahren? Ja, war doch dies... woher seht ihr den... Ah, ihr seht ja den... Das ist blaumarkiert hier. Ja, woher wisst ihr... Hat gerade einen Augenblick gedauert. Wo ist der Typ? Okay. Okay, warte, ich klingel mal und komm rein, ha? Jetzt bin ich rausgegangen. Ja, ist... Klingel Kleine. Verlassen. Oh. Drück nochmal. Der lässt mich trotzdem hier. Ich klingel jetzt nochmal, wo ich gerade eben draußen bin. Hä? Warum? Warum Klingel verlassen? Marco, du musst warten, bis Stefan geklingelt hat. Ja. Ja. Und da musst ich du auch hier, drin ich bleiben. Da hinten in der Ecke und wollte es. Ich klingel jetzt nochmal. Dann klingel auch. Meine Güte. Oh, ist das hier drin weiß. Ich klingel jetzt nochmal. Hä, wieso hast du so viele Weasel News Busse? Die sind alle ungetunt. Ja, aber erkenne ich da einen Fetisch? Nö, ich wollte die eigentlich nur sammeln, weil ich festgestellt habe, es gibt verschiedene davon. Und ich hab mir zur Aufgabe gemacht, eigentlich mal. Ich sammle jetzt alle und hab's dann irgendwann aufgegeben. Und, okay, aber und wie geil ist das denn? Ja, es ist wirklich jeder anders. Es sind alles und die... jeder hat aber trotzdem unten diese rosa Linie an der Karre. Das stimmt. Das rosa Trittbett unten. Ja. Hä? Leute, das, damit habe ich wie mich lange ich diesen scheiß VW-Bulli. Und das hier ist der erste Weasel. Der erste Weasel News Van, den es je gab, oder was? Nein. Das wäre jetzt noch geil. Weißt du, wie lange ich diesen Dings geklaut habe? Ja, ich habe den geklaut oben an der oberhalb der Military Base und bin ein bisschen runtergetuckert. Ja, das ist Ding ja so ein... ist null getuned. Aber das ist eine geile Karre, gell? Ja, der ist halt eigentlich. Bleibt auch einfach so. Wir müssen eigentlich auch noch diesen Campingausflug machen. Ich meine, wir haben jetzt alle den Caravan, aber ich würde dieses Teil hier wählen.
Ja, aber wir wollten doch mal mit Wohnmobilen campen fahren. In den Nationalpark. So. Und du kannst dir einfach hier das, du kannst dir einen Weasel Newts Van aussuchen. Also es ist was? Dann glaube ich genauso auf dem Schlauch wie Marco. Ja. Hä? Was guckst du dir da eigentlich an? Im Spiel. Deswegen Ich hast du weiß gerade nicht, gezögert, du wann willst. wir das ausgemacht hatten, aber okay. Okay, vielleicht schalte ich es auch nicht mit dir Beim aus, Mount Mensch. Chiliad Race Ja, beim wahrscheinlich. Mount Chiliad Race. Ah, oh, weißt wie lange das her ist? Aber trotzdem, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ist eine feine Sammlung. Also, Ich sowas hätte hänge hier von im mir kommen Schatten können, des so eine geniale Windes. Idee. Weasel News Vans. Ich hänge hier fest. Ja, was Komm nicht guckst du dir da raus. eigentlich für eine Scheiße an? Ja, gar nicht, ich hab schwarzen Licht. Ach so, bei mir ist nämlich nur so, du stehst vor so Aufgehängt. einem riesigen Ich Flackerbild, weiß. ja? Ich habe mir so, oh, guck mal gucken, was man hier so gucken kann. Und Ja, hier halt ist der schwarze Fernsehen. Bildschirm, ich hänge fest, ich komme nicht raus. Soll ich dir das Radio anmachen? Nein, ich höre es wahrscheinlich eh nicht. Taskmanager, hilf mir. Aber das nehme ich als Zeichen. Taskmanager. Ist nämlich Zeit. Ja, das ist echt ein Zeichen. Stefan, wie machen wir das morgen?